Ja, herzlich willkommen hier zurück in der Aktionshalle. Hoffentlich mit ein bisschen weniger Probleme geht es nun weiter mit Martin Steiger. Martin muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Er hat bis jetzt, glaube ich, an jedem Winterkongress, selbst als wir im Exil waren, einen Vortrag gehalten. Und er erzählt uns auch dieses Mal wieder etwas aus der Rechtsecke. Martin ist Rechtsanwalt und Unternehmer für Recht und erzählt uns etwas über das neue Datenschutzgesetz, das in Kürze dann in Kraft treten wird. Bitte Martin, Moment noch kurz, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die bitte in den Chat. Ihr habt unten an diesem Stream eine Box, so könnt ihr den Chat joinen und ich werde dann Martin nach dem Talk die Fragen stellen. Und er wird auch nach dem Talk noch in unserem Big Blue Button bereit sein für ein After-Talk-Gespräch, wo ihr dann alle Fragen ausführlich mit ihm diskutieren könnt. Bitte, Martin. Vielen Dank, Pauki, für die Einführung. Guten Abend im Livestream. Guten Tag, guten Morgen, wer das zu einem späteren Zeitpunkt schaut. Ich steige gleich ein. Mein Thema heute, Datenschutzverletzung. Ich fordere 250.000 Franken Buße. Der Hintergrund ist, ich werde in den letzten Wochen und Monaten häufig angesprochen. Du Martin, da kommt doch ein neues Datenschutzgesetz und das ist kein Papiertiger mehr. Was hat es damit auf sich? Darüber werde ich heute sprechen. Ja, es gibt ein neues Datenschutzgesetz. Die Schweiz hat ein neues Datenschutzgesetz erhalten. Das wurde vor 2 Jahren im Herbst im Parlament verabschiedet. 25. September 2020 ist noch nicht in Kraft, wird aber in Kürze in Kraft treten. Und ein Ziel bei dieser Revision war, dass die betroffenen Personen mehr Selbstbestimmung über ihre Daten erhalten. Betroffene Personen, das sind wir alle, das seid ihr, das bin ich, Personen, über die Daten bearbeitet werden, von Unternehmen, aber auch vom Staat. Und unsere Selbstbestimmung soll gestärkt werden. Ja, das klingt natürlich gut. Selbstbestimmung, mehr Selbstbestimmung, das wollen wir auch als digitale Gesellschaft. Aber wieso braucht es das überhaupt? Und es wurde schon angetönt in der einleitenden Frage, das heutige Datenschutzgesetz ist ein Papiertiger oder man könnte auch sagen, ist eine verspielte, junge, herzige, kleine Katze, die die Blümchen betrachtet. Viele Grundsätze sind verankert im Datenschutzgesetz, viele Regeln, aber die Einhaltung, die ist an einem kleinen Ort. Wer das Datenschutzgesetz in der Schweiz heute nicht einhält, der hat wenig bis gar nichts in rechtlicher Hinsicht zu befürchten. Ja, man kann einen Reputationsschaden erleiden, aber jene, die sowieso keinen Ruf zu verlieren haben, die keine Ethik haben, die müssen das Gesetz nicht einhalten, wenn sie nicht wollen. So könnte man das vereinfacht auf den Punkt bringen. Nun kommt aber irgendwann das neue Datenschutzgesetz. Was ändert sich damit? Es ändert sich einiges, aber unter anderem soll es neue und verbesserte Möglichkeiten geben für die betroffenen Personen, um ihre Ansprüche durchzusetzen, um eben dieses Plus an Selbstbestimmung tatsächlich zu erhalten. Und was ist hier der naheliegende Anreiz, den man schafft? Ja, es gibt neue und verschärfte Strafbestimmungen. Wie schon gesagt, heute, wenn man das Datenschutzrecht in der Schweiz verletzt, passiert fast nichts. In Zukunft soll es so sein, dass man bestraft werden kann. Wofür kann man in Zukunft bestraft werden? Es gibt im Datenschutzgesetz heute, aber auch in Zukunft, zahlreiche Pflichten. Pflichten, welche die Verantwortlichen einhalten müssen. Verantwortliche, die unsere Daten bearbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Informationspflicht. Wer Daten bearbeitet, muss informieren. Oder umgekehrt, wenn unsere Daten bearbeitet werden, dann können wir Auskunft verlangen. Wir haben ein Auskunftsrecht. Weitere Themen, Datensicherheit, Datenexport, wenn die Daten im Ausland bearbeitet werden, Outsourcing, Identitätsmissbrauch. All diese Dinge sind zum Teil heute schon geregelt, werden in Zukunft geregelt. Und in dieser Darstellung seht ihr, was sich halt tatsächlich ändert. Ihr seht, es gibt in wichtigen Bereichen bei den Roten Kreuzen heute noch gar keine Straftatbestände. Und jene, die es schon gibt, die werden doch gestärkt. Schaut euch diese Liste auch gut an, denn das sind letztlich eure Rechte, eure Ansprüche, die ihr stellen könnt im Datenschutzrecht. Nun, die Straftatbestände sind eines, aber was noch dazu kommt, sind höhere Bußen. Und zwar wesentlich höhere Bußen. Heute kann man mit maximal 10.000 Franken gebüßt werden, das muss man dann also zahlen, in Zukunft mit bis zu 250.000 Franken. Das ist für die meisten doch viel Geld. Das spürt man, da überlegt man sich allenfalls zweimal, ob man eine Datenschutzverletzung riskieren will. Blicken wir ins neue Datenschutzgesetz. Dort findet ihr die Strafbestimmungen
ab Artikel 60. Verschiedene Paragraphen, verschiedene Bestimmungen. Schauen wir doch mal ein solches Beispiel an. Wie ist das formuliert? Typischerweise steht da natürlich, ja, es gibt eine Buße bis 250.000 Franken. Und mit dieser Buße können private Personen auf Antrag bestraft werden, wenn sie etwas unterlassen oder gegen eine Pflicht verstoßen. Hier zum Beispiel können diese privaten Personen bestraft werden, wenn sie die Mindestanforderungen an die Datensicherheit nicht einhalten. Wenn es also zum Beispiel eine Datenpanne gibt und die Datenpanne den Grund hat, dass die Datensicherheit vernachlässigt wurde. Das kann in Zukunft strafbar sein. Schauen wir diesen Straftatbestand noch etwas genauer an, denn da verstecken sich verschiedene Fragen drin. Zum Beispiel diese privaten Personen. Und das ist ein Hauptpunkt bei diesem neuen Gesetz, beim neuen Datenschutzgesetz mit den Strafbestimmungen, wer überhaupt bestraft werden kann. Es sind einzelne verantwortliche natürliche Personen. Also jene Personen, zum Beispiel Unternehmen, die entscheiden, was mit Daten geschieht. Und das kann gemein sein. Das ist nämlich nicht nur die Chefin oder der Chef, sondern das sind alle, die Entscheidungen fällen. Also auch Personen, die tatsächlich Arbeit leisten und nicht bloß führen. Da muss man also aufpassen, wenn man eine Datenschutzfunktion hat, dass man nicht zum Sündenbock wird im Unternehmen. Diese Personen können bestraft werden. Die müssen sich in Zukunft viel besser überlegen, was machen wir mit Daten und was machen wir nicht. Es gibt eine Ausnahme. Ausnahmsweise können auch Unternehmen bestraft werden, aber nur dann, wenn es nicht gelingt, mit verhältnismäßigem Aufwand die verantwortlichen einzelnen natürlichen Personen zu finden. Das dürfte selten der Fall sein, denn im Normalfall lässt sich ermitteln, wer das ist. Es arbeitet eben Menschen in Unternehmen und das neue Gesetz will ganz klar, dass diese Menschen für Datenschutzverletzungen bestraft werden können. Vorsätzlich steht in diesen Straftatbeständen, ja, es kann nicht jede Datenschutzverletzung bestraft werden. Vorsatz ist grundsätzlich definiert als mit Wissen und Willen. Und der Wille, der ist häufig natürlich nicht da. Man will nicht, dass der Datenschutz verletzt wird, man weiß es allenfalls. Aber gemach, gemach. Es gibt hier auch den sogenannten Eventualvorsatz. Das heißt, man nimmt es in Kauf. Und das dürfte bei Datenschutzverletzungen sehr häufig der Fall sein. Man sagt sich, okay, wir wissen zwar, wir müssen es anders machen, aber was wir heute machen mit den Daten, was allenfalls strafbar sein könnte, das hat für uns einen großen finanziellen Wert. Wir riskieren also, das trotzdem zu tun. Schließlich diese 250.000 Franken, ja klar, es ist die maximal mögliche Buße, aber da höre ich auch ab und zu, ja Martin, aber das ist doch nichts. In Europa 10 Millionen Euro, sogar 20 Millionen Euro allenfalls, das sind die Strafen. Das stimmt, aber in Europa richten sich die Strafen vor allem an die Unternehmen. Man kann das ja kritisieren, könnte sagen, ja, 500.000 Franken, das war ursprünglich geplant oder in Millionenhöhe. Aber denkt daran, es sind eben Bußen für einzelne verantwortliche Personen. Und die Wirkung ist heute schon sichtbar, wenn man in Datenschutzkreisen unterwegs ist, finden das jene Menschen, die über Daten und deren Bearbeitung entscheiden, finden das gar nicht lustig, dass in Zukunft solche Bußen drohen. Meine Prognose ist, dass es erhebliche präventive Auswirkungen haben wird, denn es ändert sich etwas. Wenn ihr heute verantwortlich seid für den Datenschutz, für eine Entscheidung, zum Beispiel im Marketing, ist es sehr schwierig zu widersprechen. In Zukunft könnt ihr sagen, ja, liebe Chefin, lieber Chef, schön und gut, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich will nicht für das aufkommen, wenn es dann schief läuft. Kommt noch dazu, diese Buße muss man selbst bezahlen. Da kann nicht das Unternehmen sagen, ah, ich zahle dir dann die Buße. Das ist nicht zulässig. Von dem her bin ich überzeugt, es wird präventive Wirkung haben. Es wird Verbesserungen beim Datenschutz geben. Nehmen wir ein Beispiel, den sogenannten Datenexport. Wir sind hier in der Schweiz, in der kleinen Schweiz und im digitalen Raum ja, sind wir auch immer grenzüberschreitend tätig. Es gibt sehr wenige Dinge, die nicht grenzüberschreitend funktionieren. Und das ist der sogenannte Datenexport. Man übermittelt Daten ins Ausland, man speichert die, zum Beispiel in den USA. Wer macht denn sowas in der Schweiz? Ganz viele, sagen wir so, die typische Smartphone-App oder die typische Website, die exportiert unsere Personendaten ins Ausland und gerade auch in die USA. Ein Beispiel, hier Watson, eine Medienwebsite. Wenn ihr auf eine Medienwebsite geht und mal schaut, dass euer Adblocker, den ihr ja bestimmt im Einsatz habt, wenn ihr da prüft, das blockiert er eigentlich so standardmäßig, dann stößt ihr fast immer darauf, dass Daten in die USA übermittelt werden. Google-Dienste, aber auch viele andere Dienste. Es geht sogar noch weiter. Hier ein Screenshot des E-Bankings von PostFinance, einer Schweizer Bank. Ich bin hier eingeloggt und
Google schaut mir zu. Da ist Google Analytics eingebunden. Das heißt, wenn ich meine Bankgeschäfte tätige, dann weiß Google grundsätzlich, was ich mache. Ist hier blockiert, müsste man natürlich noch prüfen, ob das jetzt vollständig blockiert ist. Aber das hat man wirklich immer und überall. Auch da könnte sich in Zukunft etwas ändern. Schön und gut, jetzt wisst ihr, es gibt diese neuen Straftatbestände. Neue Dinge sind strafbar, andere Dinge sind jetzt mit einer höheren Buße strafbar. Wie müsst ihr aber vorgehen, wenn ihr das für euch nutzen wollt? Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Ja, ihr stellt fest, ihr lest in den Medien, oh, da gab es eine Datenpanne, eine Sicherheitslücke. Hier das Beispiel der SBB, das hat man ja inzwischen im Wochentakt, dass irgendeine Datenpanne, ein Datenleck bekannt wird. Was macht ihr also im Besten in so einem Fall? Wie immer im Leben gilt, immer ja, nicht fragen. Nicht gleich schießen, nicht im Wilden Westen erst schießen, dann fragen, sondern grundsätzlich mal nicht nachfragen. Es mag Ausnahmen geben, aber fragt doch mal nach. Haben die überhaupt Daten von euch? Sind Daten verloren gegangen? Was sagt das verantwortliche Unternehmen? Was sagt die verantwortliche Behörde dazu? Denn ihr habt ein Recht auf Auskunft. Mit dem neuen Datenschutzgesetz übrigens auch ein Recht auf Kopie. In Zukunft, in vielen Fällen, muss man euch also nicht nur Auskunft darüber erteilen, welche Daten man wofür bearbeitet über euch, sondern ihr könnt auch eine Kopie in einem gängigen Format verlangen, um diese Daten dann weiter zu verarbeiten. Und diese Auskunft, die ja, verlangt ihr am einfachsten mit dem Generator der digitalen Gesellschaft. Der ist seit bald einem Jahr in Betrieb. Könnt ihr sehr einfach, effizient diese Auskunftsbegehren erstellen und dann schaut mal, was kommt. Für die Einzelheiten kann ich auf meinen Vortrag am letztjährigen Winterkongress verweisen. Dort ging es um das Auskunftsrecht, Daten bei Staat und Unternehmen. Ich will Auskunft. Da könnt ihr die Aufzeichnung online abrufen. Da solltet ihr gut informiert sein, um dieses Recht auf Auskunft für euch produktiv nutzen zu können. Nun, ihr kriegt Auskunft oder ihr wisst auch direkt, ja, das ist das Foul, da wurde der Datenschutz verletzt. Wieso gehen meine Daten in die USA, obwohl sie gar nicht hingehen dürften? Wieso wurde da die Datensicherheit offensichtlich vernachlässigt? Was ist da los? Damit jemand bestraft wird, gibt es keinen Automatismus grundsätzlich. Ihr müsst einen sogenannten Strafantrag bei einer Strafverfolgungsbehörde stellen. Gemäß dem neuen Datenschutzgesetz sind die Kantone zuständig. Das heißt, in eurem Kanton, typisch Schweiz, in eurem Wohnkanton, stellt ihr diesen Strafantrag. Das macht ihr heute noch ganz altmodisch mit Papier. Ihr schickt einen Brief. Wer ist zuständig? Im Normalfall sind es nicht die Staatsanwaltschaften, sondern die Statthalterämter, die sogenannten Übertretungsstrafverfolgungsbehörden. Spielt aber keine Rolle, wenn ihr euren Brief, den Strafantrag, an die falsche Behörde schickt. Die muss es von Amtes wegen weiterleiten. Es geht dann allenfalls etwas länger, aber euer Strafantrag sollte auch ans Ziel kommen. Und in diesem Strafantrag ja, beschreibt ihr im Wesentlichen, wo ihr der Meinung seid, dass der Datenschutz verletzt wurde. Wer hat wie, wo, wann den Datenschutz verletzt. Halt Informationen sammeln, denkt daran, Juristinnen und Juristen, auch bei den Behörden, die arbeiten textbasiert, häufig papierbasiert, die wollen etwas lesen können. Die wollen nicht spekulieren, die wollen nicht groß etwas herausfinden müssen, sondern die wollen auf Schwarz und Weiß haben, was war da eigentlich los. Grundsätzlich gibt es eine Antragsfrist von 3 Monaten, falls ihr die Täterschaft kennt. Das dürfte aber meistens nicht der Fall sein. Aber wartet nicht so lange, falls ihr euch entschieden habt, Strafantrag zu stellen. Und dann könnt, sollt ihr euch am Strafverfahren beteiligen, beim Strafantrag als sogenannte Privatklägerin, als sogenannter Privatkläger. Dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, könnt Akteneinsicht nehmen, könnt Einfluss nehmen auf das Verfahren. Das ist sehr wichtig. Und dann ja, beginnen die Mühlen der Strafverfolgungsbehörden hoffentlich zu laufen. Das kann aber dauern, muss auch klar sein. Strafverfahren in der Schweiz, die dauern sofort mal 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, ist also eine Geduldssache, was denn da passiert. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig zu fragen, gibt es noch andere Möglichkeiten? Und ja, diese anderen Möglichkeiten gibt es. Das ist auch deshalb wichtig, in einem Strafverfahren geht es nur oder immerhin um die Bestrafung von Personen. Am Schluss stellt sich die Frage, wird jemand bestraft oder nicht bestraft? Mehr passiert nichts. Das heißt, es kann sein, dass eine Person sagt, ja okay, ich werde vielleicht in 2 Jahren bestraft, aber bis dahin setzt sich das Verhalten, weshalb das Strafverfahren geführt wird, fort. Die meisten, die machen es anders, die sagen, ah nee, ich will es nicht noch schlimmer machen. Aber Strafverfahren führt zu einer Bestrafung nicht mehr. Also, welche weiteren Möglichkeiten gibt es sonst noch? Eine andere Möglichkeit, die ihr nutzen könnt,
Das ist der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, der EDÖB. Der EDÖB, das ist dieser freundliche Herr hier im Moment, Dr. Adrian Lobsiger, der Datenschutzbeauftragte in der Schweiz. Er beaufsichtigt den Datenschutz bei allen Privaten in der Schweiz, also bei allen Unternehmen und bei den Bundesorganen. Das macht er nicht allein, das ist eine Behörde. Dieser Behörde steht der EDÖB vor. Das ist eine Mischung aus Person und einem, mit diesem Dr. Lobsiger als vorsitzender Person und einem Team von rund 30 Personen. Also ein ziemlich kleines Team, wenn man sich das mal überlegt. Und das ist auch das Problem. Gemäß dem heutigen Datenschutzgesetz kann man sich das etwa so vorstellen. Der EDÖB und sein Team, ja, die schauen, was passiert da, die kriegen Informationen, aber sie können sehr wenig Einfluss nehmen. Sie können Empfehlungen abgeben, sie können den Kontakt suchen und das funktioniert überraschend gut. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn jemand nicht kooperieren will, dann gibt es eigentlich keine wirksamen Möglichkeiten, etwas zu tun. Das sieht man immer wieder. Ja, das ändert sich aber auch mit dem neuen Datenschutzgesetz, denn der EDÖB, der erhält mehr Kompetenzen. Deutlich mehr Kompetenzen, muss man sagen. Denn, und das ist wirklich neu, er kann jetzt eigentliche Untersuchungen führen. Und diese Untersuchungen, die führt er von Amtes wegen oder auf Anzeige hin. Also ihr könnt sagen, ja, ich schreibe jetzt keinen Strafantrag an ein Statthalteramt, sondern ich schreibe dem EDÖB. Lieber EDÖB, ich will eine Datenschutzverletzung zur Anzeige bringen. Das hat den Vorteil, dass ihr jede Datenschutzverletzung zur Anzeige bringen könnt. Es muss also nicht euch betreffen. Beim Beispiel mit den SBB, ihr müsst nicht betroffen sein von dieser Datenpanne, um eine Strafanzeige stellen zu können. Und dann wird das der EDÖB prüfen, ja, gibt es genügend Anzeichen für eine Datenschutzverletzung? Und dann untersucht er eben. Und bei dieser Untersuchung hat er wirklich jetzt viele Möglichkeiten. Wenn das Unternehmen, meistens sind es ja Unternehmen, nicht kooperieren will, dann hat er Kompetenzen in Zukunft wie eine Staatsanwaltschaft, mehr oder weniger. Er kann Zeugen einvernehmen, Hausdurchsuchungen durchführen, auf alle Arten von Informationen zugreifen. Er darf sogar die Polizei zur Hilfe beiziehen, die Kantonspolizei oder die Gemeindepolizei. Und wenn der EDÖB dann zu einem Ergebnis gelangt, ja, da gibt es eine Datenschutzverletzung, da muss ich was machen, dann kommt ein sehr scharfes Mittel. Er kann dann nämlich sagen, ja, die Datenbearbeitung, die muss unterbrochen werden oder die Daten müssen gelöscht werden. Das ist ein sehr mächtiges Mittel. Heute kann der EDÖB nur Empfehlungen abgeben und dann vor Gericht gehen. Das dauert ewig. In Zukunft kann er sagen, ab sofort werden diese Daten nicht mehr bearbeitet. Stopp. Und das ist ein sehr scharfes Mittel, denn es wirkt. Und wir kennen das bereits aus dem Ausland. Aus dem Ausland lesen wir zum Beispiel, oh, die französische Datenschutzbehörde, die hat Google Analytics für illegal erklärt. Das wäre heute dem EDÖB nicht möglich. In Zukunft werden wir vielleicht lesen, ja, auch der EDÖB in der Schweiz hat festgestellt, nein, Google Analytics kann man nicht legal nutzen, gemäß dem neuen Datenschutzgesetz. Und schließlich die weitere, auch, denke ich, naheliegende Möglichkeit, wir gehen vor Gericht. Let's sue them. Wir gehen vor Gericht, wir rufen Justitia an, verlassen uns auf ihr faires Urteil. Was bedeutet das, wenn wir Justitia anrufen, wenn wir vor Gericht gehen? Es bedeutet, wir erheben Klage. Jeder für sich. In der Schweiz haben wir keine Sammelklagen. Das ist ein Nachteil, der bleibt. Aber immerhin, wir können Klage erheben. Und das können wir in der Schweiz, nach Schweizer Recht, in unserer eigenen Sprache. Das heißt, auch bei Verantwortlichen, die im Ausland sitzen, müssen wir nicht ins Ausland gehen, müssen ja keine andere Sprache sprechen, müssen ja kein anderes Recht akzeptieren. Wir bleiben vollumfänglich in der Schweiz. Der erste Schritt ist im Normalfall ein Schlichtungsgesuch an eine Schlichtungsbehörde, also eine Friedensrichterin oder einen Friedensrichter. Dort wird dann versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, einen sogenannten Vergleich. Das funktioniert überraschend häufig, auch heute schon, das zeigt die Erfahrung. Wenn es nicht funktioniert, hat man 3 Monate Zeit, um vor ein ordentliches Gericht zu gehen und dort Klage zu erheben. Neu mit dem Datenschutzgesetz, dem neuen Datenschutzgesetz, fallen keine Gerichtskosten mehr an. Da spart man also ein wenig Geld. Hingegen hat man den Nachteil, es gibt halt ein Kostenrisiko. Man kann ein solches Verfahren halt immer verlieren. Das Risiko gibt es immer, es ist bloß unterschiedlich groß. Und wenn man verliert, dann trägt man die eigenen Anwaltskosten, falls man einen Anwalt oder eine Anwältin mandatieren musste. Das wird häufig der Fall sein. Und man muss der Gegenseite eine Entschädigung bezahlen. Das kann dann halt unangenehm sein. Zum Teil gibt es Rechtsschutzversicherungen, die eine gewisse Deckung hier anbieten, aber prüft das sehr gut.
Die meisten Rechtsschutzversicherungen haben beim Datenschutz keine oder eine ungenügende Deckung. Oder nur weil in der Police steht, es sei eine Deckung vorhanden, heißt das natürlich noch lange nicht, dass er diese auch erhält. Aber das kann helfen. Das ist ein Haken an der Sache. Es gibt aber auch noch weitere Haken. Da muss man ganz ehrlich sein. Und worum geht's? Ein großes Thema wird sein, dass der EDÖB und auch die Strafverfolgungsbehörden allenfalls keine Lust haben, euch zu helfen. Nun, beim EDÖB ist es weniger die Lust, sondern er sagt einfach, ja, ich habe knappe Ressourcen, ich kriege zwar ein paar neue Stellen spendiert, aber die muss ich erstens besetzen und zweitens habe ich ganz, ganz viele Aufgaben. Ich erhalte ja als EDÖB viel mehr Kompetenzen mit dem neuen Gesetz, da sind die Erwartungen hoch. Der EDÖB muss und darf Prioritäten setzen. Das heißt, er wird sich längst nicht um jede Datenschutzverletzung, die er sieht oder die ihm angezeigt wird, kümmern können. Das gleiche auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Das zeigt schon heute die Erfahrung dort, wo es Straftatbestände gibt. Diese Statthalterämter, die kennen sich nicht mit Datenschutz aus. Die befassen sich in erster Linie mit Straßenverkehrsrecht, mit Betäubungsmitteln, mit dieser, ja, sage ich mal, Kleinkriminalität, Alltagskriminalität. Die haben wirklich häufig keine Lust und sagen dann, ja, wir nehmen das gar nicht an Hand oder wir stellen das Verfahren ein, dann muss man sich wieder wehren. Das kann ein Problem sein. Dann, viele Verantwortliche sitzen im Ausland. Der Datenexport, der führt ja eben zum Beispiel zu Google. Google sitzt aus Schweizer Sicht immer in Irland oder in den USA. Ja, kann man die greifen? Es ist aufwendig, das wissen wir auch schon aus heutiger Erfahrung. Die Verfahren dauern sehr lange. Eine Schweizer Strafverfolgungsbehörde kann keine Person im Ausland mit einer Buße bestrafen. Das funktioniert praktisch nicht. Da müssen wir sehen, wie das funktioniert. Da verhalten sich auch die ausländischen Unternehmen ganz unterschiedlich. Ob sie sagen, ja, ich mache da mit, ich bin dabei, ich bin im Schweizer Markt tätig, ich halte das Schweizer Recht ein. Oder ob die sagen, ja, Schweizer Behörden, die sind ganz weit weg. Ist mir egal. Schließlich für uns als betroffene Personen, wir machen das mit unseren Daten, mit dem Datenschutz ja normalerweise nicht beruflich. Wir haben schon viel um die Ohren, wir haben ein Alltagsleben. Und da stellt sich schon die Frage, haben wir überhaupt persönlich die Konfliktfähigkeit, die es eben braucht, sich durchzusetzen? Klar, Auskunft hat man schnell verlangt, aber was ist, wenn die Auskunft falsch ist? Unvollständig. Um dagegen vorzugehen, braucht es persönliche Energie, man braucht die Zeit und allenfalls auch Geld, zum Beispiel, wenn man eine Anwältin, einen Anwalt mandatieren muss oder möchte. Aufwand und Ertrag, das wird sehr, sehr wichtig bleiben bei all diesen Themen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass es nicht zu einer Explosion von Verfahren kommen wird. Aber ganz klar, das neue Datenschutzgesetz ist keine kleine, herzige Katze mehr. Das ist schon ein Tiger, der Zähne hat, der Zähne zeigen kann. Wie viele Zähne dieser Tiger zeigen wird, das werden wir sehen. Das hängt auch davon ab, ob wir das Ganze überhaupt nutzen. Dass eben das Gesetz und die neuen Bestimmungen nicht nur toter Buchstabe bleiben. Wann geht's los? Wir wissen es offiziell leider noch nicht. Man spricht häufig, auch offiziell, also halboffiziell von der zweiten Jahreshälfte 2022. Aber meine Prognose wäre aus heutiger Sicht 1. Januar 2023. Wir werden es sehen und das neue Gesetz gilt dann ab Tag 1. Man kann dann diese neuen Möglichkeiten ab Tag 1 nutzen. Gut, was kann man jetzt daraus schließen? Nutzt diese neuen Möglichkeiten, behält sie im Hinterkopf. Ihr könnt Strafantrag stellen, ihr könnt Anzeige beim EDÖB erstatten und ihr könnt auch klagen. Und nutzt diese Möglichkeiten differenziert, nutzt sie nicht sinnlos, überlegt euch gut, welche Schlachten ihr schlagen wollt, aber nutzt sie. Und je nach Möglichkeit habt ihr halt mehr oder weniger Kontrolle. Wenn ihr einen Strafantrag stellt, dann seid ihr von der Strafverfolgungsbehörde abhängig. Wenn ihr an den EDÖB gelangt, seid ihr vom EDÖB abhängig. Wenn ihr klagt hingegen, klar, es gibt dann ein Gericht, es gibt eine Gegenpartei, aber dort habt ihr am meisten Gestaltungsspielraum, am meisten Einflussmöglichkeiten. Aber gebt dem Tiger sein Fleisch, füttert ihn und sammelt Erfahrungen. Und redet auch über diese Erfahrungen. Zum Beispiel mit uns bei der digitalen Gesellschaft. Es kann auch sein, dass wir sagen, okay, wir haben bis jetzt den Generator für Auskunftsbegehren, in Zukunft vielleicht auch den Generator für die Strafanträge. Vielen Dank. Schauen wir mal, Paki, gibt es denn noch Fragen? Ja, vielen Dank, Martin. Wie immer sehr spannend. Und ja, ich denke, wir müssen dann auch mit Gerichtsverfahren dann noch feststellen, wie gut dass dieses Datenschutzgesetz dann wirklich überhaupt wirkt. Jetzt hat es eine Frage, und zwar, sind solche Verfahren von Privatklägern, sind die öffentlich oder anders gefragt,
findet man raus, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die ABB jetzt einfach mal als Unternehmen, das wahrscheinlich nicht so viel Daten hat, wenn ABB jetzt so eine Verletzung machen würde? Ja, das ist ein spannendes Thema. Das ist letztlich das Thema der Gerichtsöffentlichkeit. Wir erfahren von den meisten Verfahren nur dann etwas, wenn die Beteiligten darüber sprechen. Wenn wir hier das Beispiel nehmen, man startet beim Friedensrichter, das ist hinter verschlossenen Türen, ist vertraulich, davon erfahren wir nichts. Und dann geht es weiter, zum Beispiel im Kanton Zürich, erstinstanzliches Gericht, ein Bezirksgericht. Und auch das ist zwar theoretisch öffentlich, man könnte auch in die Verhandlung reinsitzen, wenn man davon weiß, aber das erfährt man im Normalfall nicht und die Urteile werden standardmäßig nicht veröffentlicht, leider. Wir haben Rechtsprechung typischerweise erst auf der nächsten Stufe, zweite Instanz bei den Kantonen oder beim Bundesgericht, wo es dann eben Öffentlichkeit gibt. Das ist übrigens auch ein Grund, wieso man sich in der Schweiz dann gerne einigt. Das heißt, spätestens wenn das Unternehmen dann sieht, oh ja, das könnte für mich schlecht ausgehen, die betroffene Person, die meint es ernst, die hat Energie, Zeit und Geld, die bleibt hartnäckig, ist vielleicht noch bei der digitalen Gesellschaft und könnte für Öffentlichkeit sorgen, dann wird man sich häufig hinter verschlossenen Türen einigen, weil es für beide Seiten dann die beste Lösung ist. Ja. Jetzt hast du gesagt, der EDÖB, der kriegt sehr viele neue Kompetenzen, kriegt er dann auch irgendwie neue Ressourcen, die er dann nutzen kann, um diese Kompetenzen dann auch zu gebrauchen? Ja, er kriegt einige wenige neue Vollzeitstellen spendiert. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist klar. Der EDÖB hat heute auch schon zu viele Aufgaben für das, was er leisten kann. Muss man sich auch vorstellen, der EDÖB ist ja mehrsprachig tätig. Das kommt noch dazu, das vergisst man gern. Da geht schon sehr viel verloren, auch wenn natürlich die Mitarbeiter häufig multilingual sind. Der EDÖB hat nicht allein den Datenschutz, sondern auch noch das Öffentlichkeitsprinzip, auch ein wichtiges Thema. Das heißt, er wird wirklich knallhart Prioritäten setzen müssen. Auch diese Stellen, die muss er besetzen. Heute stellt man fest, dass viele Personen beim EDÖB gar nicht so lange dort arbeiten. Die holen sich quasi diesen Stempel, ich habe beim EDÖB gearbeitet, und gehen dann in die Privatwirtschaft. Ich bin neugierig, wie er das meistern wird. Es wird auch interessant sein, der heutige EDÖB, der kommt aus einer Kultur der Kommunikation, des Kompromisses, weil er gar nicht anders kann. Kann gut sein, dass dann erst eine Nachfolgerin, ein Nachfolger dann das neue Gesetz richtig nutzen wird, auch mehr so im Bereich eben Durchsetzung, eine harte Linie. Jetzt hast du unseren Datenschutzgenerator erwähnt, den wir ja letztes Jahr gelauncht haben. Es gab also ein paar Fragen zu Statistiken und so, und die kann ich beantworten. Wir führen keine Statistiken, weil das läuft alles bei euch im Browser drin. Wäre es nützlich für die Durchsetzung dieses Rechts, irgendeine Statistik zu haben, die irgendwie auf freiwilliger Basis funktioniert, um auch dem EDÖB aufzuzeigen, hey, wir haben da wirklich ein Problem. Diese Daten werden niemals rausgerückt, obwohl sie eigentlich da rausgerückt werden sollten. Ja, solche Zahlen können hilfreich sein, damit man eben auch prüfen kann, wird ein Recht genutzt und funktioniert es. Beim Öffentlichkeitsprinzip haben wir das ja, das läuft über den EDÖB, der kann gleich die Statistik selbst führen im Extremfall. Hier haben wir keine Zahlen, da haben wir halt entschieden pro Datenschutz. Aber wir freuen uns als digitale Gesellschaft, wenn wir Rückmeldungen erhalten. Viele Auskunftsbegehren sind unspektakulär. Also man kriegt die Auskunft, die man erwartet, da passiert nichts. Für uns sind die Fälle interessant, was eben nicht funktioniert. Oder ihr stellt fest, oh, das ist offensichtlich unvollständig, da gibt es Besonderheiten. Da freuen wir uns als digitale Gesellschaft, wenn wir kontaktiert werden. Das ist fast schon wertvoller, denn dann können wir uns um diese Fälle kümmern. Dafür sind wir auch da, dafür zahlt ihr Mitglieder natürlich die ganzen Mitgliederbeiträge, damit wir euch gut unterstützen können. Genau, und wer noch nicht Mitglied ist, der kann sich heute noch eine Mitgliedschaft klicken auf digitale-gesellschaft.ch. Vielen Dank, Martin. Ja. Hoffentlich nächstes Jahr auch wieder, hoffentlich dann mit Publikum. Und hier geht es weiter um 21 Uhr mit Daniel Graf, der uns etwas über die virtuelle Demokratie erzählen wird. Vielen Dank nochmals. Danke, Paki.